Willkommen zu FN24 Audi Karriere. Wir sind hier in Miami. Und was bedeutet das? Natürlich, der nächste Sprint steht an. Nach China gestern wird es auch heute wieder hier in Miami eine XXL-Folge geben. Ich freue mich extrem. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich gerne über ein Däumchen oben freuen. Und falls ihr es noch nicht habt, auch gerne über ein kostenloses Abo. Schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Und hier haben wir also Miami. 5,4 Kilometer, 19 Kurven und lediglich 3 DRS-Zonen. Okay, 3 ist eigentlich eh nicht nur lediglich, aber ja, natürlich vermutlich die beste Überholmöglichkeit zwischen Turn 16 und Turn 17. Jetzt geht's aber mal ins Qualifying für den Sprint rein. Let's go, Leute. Alles hier reinhauen. Die letzten Rennen waren sehr erfolgreich. Wir konnten viele gute Platzierungen einfahren. Guckt gerne oben rechts in der Playlist vorbei. Leicht gerutscht hier durch, den ersten Sektor durch. Und das ist mein zweiter Run, nein, das ist mein erster Run auf diesen Satz, denn ich habe tatsächlich natürlich für dieses Sprint Qualifying nur einen Satz roter Reifen. Das bedeutet, dass man sich hier wirklich nicht stark einen Fehler erlauben darf. Hier durch und wir gehen in diesen Mittelsektor rein. Es ist ein guter erster Sektor, 30,6, aber natürlich male ich mir tatsächlich im Sprint wenig Chancen aus. Auch die Pace in Long Runs haben jetzt nicht gerade viel Hoffnung in mir erweckt. Aber ich hoffe natürlich, es kann vieles im Rennen passieren. Hier habe ich mich ein bisschen verbremst, muss da wirklich ein bisschen weitergehen. Das kostet Zeit, hat jetzt nicht gerade das Beste gebracht. Links ein bisschen schneiden, rechts schneiden und leicht drüber rutschen über den Curb. Da ditchen wir ganz minimal gegen die Mauer. Aber es ist hier eine Purple-Mittelsektorzeit. Eine 1-3-1. Aber wir haben auch noch knapp 8 Minuten. Das bedeutet, jeder ist aktuell auf schnellen Runden. Also da bin ich noch nicht ganz so zufrieden und habe noch nicht ganz die große Hoffnung. Hier nur nicht verbremsen, Leute. Und ich habe mich verbremst. Das war absolut Dogshit. Jetzt hier durch den letzten Sektor durch und ich male mir hier wirklich schon die schlechtesten Ergebnisse aus. Mal gucken, wo wir landen. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Im Rest der Startaufstellung haben wir Fernando Alonso, Leclerc, Norris, Hamilton, Sainz, Oscar Piastri, Gasly, Stroll, Ocon, Perez, Ricardo, Tsunoda, Magnussen, Joe, der Professor, Albon, Hülkenberg, Bottas, Sargent und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, also schalten wir runter zum Start dieses Sprintrennens. Schauen wir erneut vom letzten Platz und für uns, ja, ist es auch nicht viel besser geworden. P17, also lights out und let's go, der zweite Sprint in unserer F1-24 Audi-Karriere und Alexander Albon hatte hier einen wirklich bombastischen Start. Es geht hier Richtung Turn 1 und ja, da ist Checo auf dem 13. Platz ähnlich gut wie in der aktuellen Verfassung und ja, das war absolut scheiße. Es war von Kurve 1 an komplett, ich war zu spät auf der Bremse, dann war Checo da, jetzt wieder Yuki und da musst du halt wirklich auch echt verdammt aufpassen. Hier rein versuchen wir eine andere Linie zu nehmen. Und das ist glücklicherweise hier gut gegangen. Pierre ist jetzt auf der rechten Seite, da gibt es einen Drag Race runter zur Kurve. Aber ich befürchte leider, dass ich hier ein zu schwaches Material habe. Ich verbrenne auch ein bisschen das ERS. Jetzt gucken wir uns aber mal ganz schnell die Start-Replay an. Denn hier habe ich wirklich viel Zeit und vor allem auch natürlich viele Positionen liegen lassen. Der Start an sich war nicht gut. Albon direkt an uns vorbeigegangen. Das ist wirklich normalerweise meine Disziplin, hier diese Start gut hinzubringen. Doch generell auch hier, dass ich da über den Körper drüber radrenne, dann gibt es eine ganz minimale Berührung mit Yuki. Ja, das ist alles komplett Dogshit gewesen und ich weiß halt wirklich ganz genau, dass das besser gehen hätte müssen. Aber hier bin ich ein bisschen stolz, dass wir da eine andere Linie gewählt haben und so wenigstens innen so ein bisschen mal gegen Perez aufzeigen konnten. Ich habe da auch genug Platz gelassen zum Atmen. Und jetzt heißt es, mal gucken, Perez vorbei, links zieht der Nächste vorbei und wir können immerhin, nein Mann, nein, wir nehmen hier nicht noch den K-Mac mit, oder? Doch, tatsächlich, und hier bleiben wir an der Innenseite, Leute, und reicht es auch, um Daniel Ricciardo zu überholen, der sticht jetzt hier links rein. Okay, das hätte ich mir
besser gedacht, diesen Move, aber wir übernehmen hier mal den 12. Platz und ich glaube, dass das echt kein schlechtes Manöver war. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht dieses Back-to-Back-Overtake von Ricardo kommt, denn der ist verdammt schnell dran, der ist wirklich verdammt schnell dran, der will hier rechts vorbei, da merkt er aber so, huch, da ist eine zu kleine Lücke, die RS ist natürlich noch nicht enabled und so kommt es halt dazu, dass ich mal auf dem 12. Platz bleiben darf. Also natürlich, wir sind weit weg von den Punkten, das sind 4 Plätze, also die werde ich nie im Leben mehr aufholen können. Also das ist wirklich verdammt schwierig. Da zieht er jetzt mal Daniel links vorbei. Vor mir ist Lance Stroll und ich hoffe natürlich, dass ich bis zur nächsten DRS-Zone immerhin ein bisschen dranbleiben kann. Aber so ist es leider nicht ganz. Doch, es ist sich ausgegangen für DRS. Ich habe DRS aufgedreht, das ERS auf Hotlap und es funktioniert trotzdem nichts. Wir werden hier wieder angegriffen und diesmal vom schwächsten Auto am Grid. Vom Alpine. Ich rutsche noch neben die Ideallinie. Ja, und schon war es eigentlich gegessen. Das kostet so viel Zeit. Das jetzt auch Esteban Ocon. Achso, der war ja 11. Okay, ja. Das war der 11. Platz. Gut. Egal, trotzdem. Scheiße, ist das gelaufen bis jetzt. Wir sind hier auf dem 13. Platz zurückgefallen. Kann ich mich hier... Ja, Mann. Was für eine Divebomb. Da habe ich mich gerade noch so irgendwie reinretten können. Aber gegen Esteban Ocon kann ich kaum mehr was anrichten. K-Mac, der mit dem roten Reifen unterwegs ist, hat aktuell natürlich noch die besseren Karten. Das bedeutet halt aber auch nicht, dass wir nicht von dem überholt werden könnten. 19. habe ich jetzt in dem Mickey Mouse Sektor mit schönen Kanten, ja, Kurvenschnerden rausholen können. Es sollte reichen, um am Ende der Geraden dann doch, ja, vor ihm zu bleiben. Das ist mein Ziel. 12. Platz wäre gut. Ist natürlich schade, dass keine Punkte da sind. Da tut sich aber wirklich ein kleiner, ja, Stau, würde ich fast sagen, auf. Also aktuell kann ich die Pace noch gut aufrechthalten. Mein Problem ist halt wirklich auf den Geraden. Wir verlieren hier so viel Zeit. Guckt euch das mal an. Ich habe trotz DRS, ERS und allem, was es halt so gibt, habe ich halt trotzdem 6 Zehntel auf dem Hintermann verloren. Und auch mein DRS zum Vordermann. Ich verstehe nicht genau, woran das liegt. Also das ist dann wirklich teilweise echt unbeschreiblich. Da sehen wir das Ganze gegen Checo Pérez. Da bin ich ein bisschen gegen die Mauer gekommen. Aber es ist halt wirklich auch hier eine enge Sache, wie es hier zur Sache oder wie es halt drunter und drüber geht. Da kommen wir in diese Kurve rein. Und ich habe echt nicht geglaubt, dass ich da außen und dann halt innen Kevin Magnussen und dann auch noch im Anschluss hier den Ricciardo überholen kann. Der hat halt hier drauf gehalten und guckt euch das mal an. Halleluja! War das close. Das war echt eine ganz, ganz enge Nummer. Hat ein bisschen Zeit gekostet. Leider besser ausgesehen, als es dann am Ende halt für die Reifen war. Und wir sehen das ganze Manöver dann auch hier noch einmal. Ja, Ricardo hier auf letzter Rille ist er da dran. Und ich kann mich gerade noch so mit einem Divebomb-Manöver, würde ich fast sagen. Also viel, viel besser kann ich das Ganze hier nicht mehr beschreiben. Gehe ich dann noch einmal hier vorbei. Die Pace ist irgendwie komplett im Arsch. Wir sind jetzt hier hinter Kevin Magnussen und Daniel Ricciardo. Again, kann ich mich hier reinzwängen? Ja, immerhin an Magnussen gehen wir hier wieder vorbei. Aber es ist wirklich ein drunter und drüber. Wir haben jede Position hier, muss ich zehnfach hier kämpfen. Also es wird kein einfaches Rennen. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Wir sind hier gegen Daniel Ricciardo, aber immerhin mal, ja, ein bisschen im Vorteil, weil ich das DRS bekomme. Ich verstehe halt wirklich nicht, warum ich hier immer so viel Zeit verliere. Das DRS darf ich aufklappen. ERS ist auf Überholen da. Ich bekomme auch noch den Slipstream und verliere so viel Zeit. Erstens mal zum Vordermann und dann werde ich immer gecatcht. Obwohl eigentlich der Audi, beziehungsweise wir haben ja den Mercedes-Motor drin, aber der ist eigentlich der stärkste Motor. Und ich verliere halt wirklich so viel hier. Liegt es auch vielleicht am Mittel-ERS-Management? Ich habe keine Ahnung. Also da bin ich wirklich komplett überfragt. Es sind die 18. Ich kann mich immerhin im DRS von Ricardo retten. Das ist natürlich eine Riesenhilfe, weil der zieht mich da ein bisschen Mittelsektor. Ich verbrauche jetzt nicht mein komplettes ERS und werde dann wieder trotzdem am Ende der Geraden von Magnussen angegriffen. Also der Angriff kommt auf jeden Fall, aber viel später. Und ich drehe hier schon mal jetzt auf Mittel und dann die ganze, ja, Schikane probiere ich eigentlich auch meistens mit auszufahren, um dann für die ganz lange Geraden das ERS zu managen. Es ist wirklich schwierig, gerade mit diesen Autos,
Und auch gerade natürlich mit dem schwächeren Modell hier auf eine andere Linie, das setzen wir uns neben Ricardo, war jetzt kein perfekter Exit. Da bin ich über den Körb drüber gerattert, das hat ein bisschen Zeit gekostet. Magnussen und Yuki, beide mit Rot sind jetzt hinter mir. Kann ich jetzt vielleicht gegen Daniel Ricciardo noch einmal einen Move setzen? Wir saugen uns ja ganz, ganz langsam an den Australier dran. Kommt es überhaupt zu einem Move? Wir probieren es. Später bremsen, den Körb innen komplett mitgenommen. Und es reicht noch irgendwie, vor Daniel Ricciardo zu bleiben. Doch war dieser Move tatsächlich klug? Ich denke nicht. Sechste Runde, wir gehen jetzt an Yuki vorbei. Mittlerweile konnte sich Daniel Ricciardo absetzen. Wir gehen auch in die letzte Runde mit der Überfahrt der Ziellinie hier rein. Das ist gar nicht gut. Yuki Tsunoda schießt vorbei. Mein Gott, Leute. Yuki hat hier wirklich... Das ist heute echt nicht gerade mein Lieblingsrennen. Also 13. Platz, der Startplatz war halt wirklich Dogshit. Und auch das Auto, es gefällt ihm, glaube ich, hier nicht. Also es fällt mir irgendwie auf, dass es hier tatsächlich nicht gerade mein absolut bestes Ergebnis werden wird. Weil wir halt einfach wirklich hier auf dem 13. Platz herum cruisen. Und wir werden jetzt auch hier auf der Geraden bestimmt wieder von Yuki oder auch von Magnus angegriffen. Das ist mir schon fast klar. Da kommt der erste Mal vorbei. Rechts schießt er. Kein Childebre. Rechts schießt dann der zweite vorbei. Und ja, ich bin hier komplett am Ragen. Dieser fette. Guckt euch das an. Ricardo hier in seiner vollen Pracht. Ah, das ist schon Yuki. Kommt hier angeschossen. Konnte ich mich gerade noch so verteidigen? Da gab es eine minimale Berührung. Ja, der Sprint, den müssen wir abhaken. Der ist einfach nur scheiße hier gelaufen. Ich hoffe natürlich, dass es im Hauptrennen etwas besser werden wird. Siebente Runde, da sehen wir das Ganze noch einmal. Ganz spätes Moving, ja, ihr seht, ich war da komplett drüber. Aber generell auch Kevin Magnussen hier, der Trottel fährt uns Vollgas ins Auto rein. Und da gehen wir gerade noch so auf letzter Rille wieder an Yuki vorbei. Ja, während wir hier dann über die Ziellinie fahren. Letzte Kurve geht's durch hier und wir retten uns mit dem 13. Platz ins Ziel, aber das ist wirklich, ich bin froh, dass der Sprint vorbei ist, denn das hätte echt besser laufen können. Das war einfach eine Katastrophe. Der Motor ist ein bisschen angeschlagen, das soll aber wirklich keine Ausrede sein für die Leistung und teilweise auch für manche Moves hier. Wir sind Fahrer des Tages geworden im Sprint. Fühlt sich leider nicht so an, wir konnten ja auch keinen Punkt holen. Jetzt geht's hier in das Qualifying zum Hauptrennen, das viel interessanter hoffentlich werden wird. Denn hier ist es wirklich, geht es noch mehr um Taktik und vor allem könnte auch das Wetter wieder interessant werden. Vor allem in Miami, wo es eigentlich ja nie regnet, könnte es jetzt hier doch vielleicht im Rennen regnen. Jetzt geht's los, mein finaler Run, 1 Minute 20 sind noch auf die Uhr drauf und ich habe mich so ein bisschen hinter einem potenziellen Towgeber positioniert. Ja, ist natürlich jetzt eher blöd, dass uns da einer folgt, aber ich habe, ja, da kann ich jetzt auch nichts für. Es geht durch diese schnelle links und durch die schnelle rechts ein bisschen gerutscht, weil ich den Körb ganz minimal berührt habe. Wir lassen uns hier raustragen und gehen jetzt hier mit vollem Schwung in den Mittelsektor rein. Das E-Race wird einmal aufgemacht. Lewis Hamilton probiert hier, ja, entweder XXL-Tow zu bekommen oder uns dann eventuell sogar zu überholen. Das hoffe ich aber für ihn eigentlich nicht, weil... ich habe gar keinen Bock, dass der Bre uns da jetzt noch blockiert oder so. Bro, was soll die Scheiße? Verpiss dich bitte. Verpiss dich, Mann. Und jetzt geht's hier rein. Tatsächlich bleiben wir vorne. Eine Sekunde. Schon im Delta. Mein erster Run hat mich auf den 19. Platz gebracht. Was natürlich eher dünnschiss ist. Links voll drüber. Rechts können wir hier immerhin die Kurve gut mitnehmen. Beim Rausbeschleunigen nochmal ein paar Tausendstel liegen lassen. Purple im Mittelsektor und 8 Zehntel schneller als Kevin Magnussen. Das letzte erst verbrochen, den Heckflügel dürfen wir aufmachen. Aber ihr seht oben, wir haben ein bisschen Zeit hier liegen lassen tatsächlich. Früh genug bremsen, ja, den Anker diesmal richtig geworfen. Der Exit ist ja verdammt wichtig, das kostet nochmal ein paar Tausendstel. Und jetzt noch einmal das restliche ERS mit DRS verbrennen. 1,1 Sekunden. Mal gucken, wo wir gelandet sind. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Wir haben Carlos Sainz auf der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Verstappen, Fernando Alonso, Russell, Norris, Perez, Hamilton, Oscar Piastri, Gasly,
Tsunoda, Albon. Ocon, Ricciardo. Der Professor, Bottas. Magnussen, Joe. Sargent, Hülkenberg. Ein Wagen des neuen Teams. Und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Hier sind wir also nun im Starting Grid. Lights out und let's go, Leute. Das Hauptrennen hier in Miami. Es ist Startplatz 15 geworden. Etwas besser wie im Sprint, aber der Start ist genauso grottig. Hier geht es dann in der ersten Kurve an Esteban Ocon und viel mehr vorbei. Gerade noch so gegen Yuki hier retten können. Da geht es ein Wheelbang von Esteban Ocon mit. Ja, und da drängt uns da ein bisschen etwas auf diesen dreckigen Streifen, dass wir da fast uns wegspinnen müssen. Hier können wir uns jetzt mal gegen Alexander Albon durchsetzen und dann geht es hier runter. Diesmal sind wir, glaube ich, etwas zu weit weg, um diesen Move erneut zu wagen. Ich versuche mich hier besser zu positionieren und das E-Race wird jetzt mal aufgedreht. Im Windschatten saugen wir uns hoffentlich an Esteban Ocon dran. Es ist der 13. Platz, da sind wir vorher schon ins Ziel gekommen. Vielleicht funktioniert es aber trotzdem, hier noch den einen oder anderen Mann vor uns zu überholen oder auch mit der Strategie was zu machen. Mal gucken, ja, der Motor ist ein bisschen gelb, da können wir später bremsen als Esteban. Der lässt uns hier die Tür offen. Oder doch nicht, war das eine Finte? Nein, das funktioniert. Yuki Tsunoda, Oscar Piastri hier im Mickey Mouse Sektor. Ich versuche mich da hinten zu halten. Und was macht Piastri hier? Der fährt einfach mal komplett über diesen Pöller drüber. Vielleicht ist der Unterboden jetzt kaputt und wir haben eine bessere Chance. Jetzt heißt es hier, wer hat das schnellere Auto? Ich bekomme leicht den Windschatten von Yuki Tsunoda. Es geht hier leicht in den Windschatten, doch das Schalten kostet so viel Zeit. Und wo kommt jetzt auf einmal Esteban Ocon her? Gucken wir uns hier noch einmal die erste Kurve an. Ich war so gut im Schwung drinnen, doch dann war halt so ein bisschen Ocon und ja, weiß ich nicht, der zweite Williams. Das war so beschissen, wirklich. Wir hätten so viele Plätze hier außen und dann halt in der zweiten Kurve innen machen können. Dann wird es hier ganz eng. Ja, das war halt blöd gegen Albon hier, aber ja, wenn der probiert, da außen dran zu bleiben, dann kann ich auch nichts machen für ihn. Da gucken wir uns das Ganze noch einmal an. Ich positioniere mich hier verdammt gut. Doch was hier Oscar Piastri macht, ich habe gar keinen... Okay, das war wirklich eine enge Sache. Jetzt geht es noch einmal hier... Boah, Leute, drei Leute hier rein. Wo werden wir rauskommen? Ich versuche mich hier mal innen zu halten. Vielleicht schaffe ich es immerhin dann mal den Ricciardo... Und wer ist denn das? Ocon. Irgendwie wegzuhalten. Ja, Mann, das ist tatsächlich eine ganz, ganz enge Nummer. Im Windschatten gegen Esteban Ocon. Und der schießt der Nächste vorbei. Da links gehen wir jetzt mal in Turn 1. Nein, es geht sich nicht aus, außen hier was anzurichten. Wir sind leider wieder auf den 13. Platz zurückgefallen. Jetzt ist auch das E-Rest-Mittel. Und wir müssen mal gucken, was die Jungs da vor uns machen. Wir hängen uns mal dran, bekommen hoffentlich das nötige E-Rest im Mittelsektor und auch natürlich auf den langen Graben. Und können dann eventuell doch versuchen, einen Overtake zu machen. Hier doch probiere ich es noch einmal gegen Esteban Ocon, den Körper ein bisschen härter mitgenommen und dann wird auch das E-Race aufgemacht. Im Windschatten kommen wir hoffentlich von Ocon weg. Ich verstehe doch nicht, warum die Alpins so schnell sind. Ich verstehe es echt nicht. Da kannst du aber nicht probieren reinzuhalten, Bro. Das wäre lebensgefährlich. Da kommen alle angeschossen und hier nur nicht verbremsen. Yuki verbremst sich und kommt ja wirklich so unfassbar sozial zurück. Wir bleiben vor Yuki Tsunoda und jetzt gegen Oscar Piastri. Es ist der Kampf um den 10. Platz und da wird es ganz eng. Denn auch noch Yuki, oder wer ist denn das? Yuki probiert es hier reinzuhalten. Mit dem besseren Ausgang für mich tatsächlich. Ich kann mich hier mal vorerst auf den 10. Platz retten. Das ist tatsächlich noch nicht mein finales Endergebnis. Turn 1 wird hier entscheiden. Schaffen wir es hier vorne, dem Japaner zu bleiben? Und ja, es funktioniert. Wir bleiben hier vorne und das siehst halt wirklich schon mal die Top-Teams im Gegensatz zu den Mittelfeld- und vor allem auch Hinterbänkler-Teams. Das sind über 3 Sekunden. Das nach 2 Runden. Und ich verstehe halt nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ich werde so safe Piper Perry hops genommen. Also die werden mich so von hinten nehmen. Und die werden so vorbeischießen, weil alle die Rest bekommen, außer ich hier vorne natürlich. Lewis Hamilton gegen Lando Norris da vorne, das kann uns aber ehrlich gesagt, ja, Schnurzpiep egal sein. Da schießt mal der erste Bre vorbei, rechts der zweite, ich positioniere mich ein bisschen weiter links. Kann ich eventuell gegen Oscar Piastri,
kann ich. Da bleiben wir dann immerhin vorne. Yuki Tsunoda, was macht der etwas zu aggressive Japaner hier vor uns? Links über den Körb, rechts über den Körb und dann den Exit hier gut machen. Vielleicht rechts, um auf dieser langen Geraden noch einmal einen Move zu setzen. Ja, bekommt kein DRS. Zur Erinnerung, wir schon. Jetzt im Windschatten gucken wir uns mal die Replay an. Von der dritten Runde. Da war es nämlich ganz eng. Da zieht jetzt der Yuki Ross und ich habe mich so ein bisschen verbremst. Und ja, dann wird es halt ganz, ganz eng. Also ich verstehe aber auch nicht genau, was Yukis Intuition war bei diesem Move. Also hätte der dann da irgendwie in Turn 1 reinhalten wollen, das hätte ehrlich gesagt für mich auch keinen großen Sinn gemacht. Richtung Turn 1, ich verstehe wirklich nicht, warum dieser verdammte Audi so verdammt langsam ist. Also wirklich, das macht für mich extrem wenig Sinn, dass der so langsam ist. Hier noch einmal erneut der Versuch von Piastri, der geht hier innen rein, der will wirklich jede Lücke ausnutzen. Vielleicht können wir hier noch einmal, ja, Yuki ist jetzt wieder auf und davon, dadurch, dass mich Piastri angegriffen hat, kann ich wieder komplett scheißen gehen. Den Ricciardo ist dazu sehr schnell ausgeschieden, das ist natürlich mal Glück für uns. Eventuell kommt das der Safety Car oder ein Red Flag oder irgendwas, damit können wir uns vielleicht mal retten, aber jetzt kommen wieder auf Donkey Kong Basis der Piastri wieder angeschossen. Mann, der hat die weißen Reifen drauf. Und der geht uns wirklich so hardcore auf die Eier. Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,7 Sekunden. Ich entscheide mich frühzeitig in die Box zu gehen, vielleicht funktioniert es an unsere Box. Verkackt nicht noch einmal den Pitstop. Eine Runde früher rein, bitte, bitte Box, bitte, man macht es doch einmal wahr. Jetzt heißt es doch einmal alles geben. Verkackt es nicht, bitte, verkackt es. Natürlich wieder mal. Ihr seid wirklich die beschissenste Pit-Crew, die man sich vorstellen kann. For real. Es ist noch kein einziges Rennen in dieser Season gewesen, wo ihr nicht mindestens einmal verkackt hättet. Das ist jetzt schlechter. Wieder sauber und das verdammte, ja, keine Ahnung, wir waren da noch so schlecht am Anfang, Alpine-Team. Das ist wirklich unterirdisch. Diese Leistung ist einfach nur unterirdisch. Sogar Valtteri Bottas und Esteban Ocon sind vor mir rausgekommen. Was bedeutet das? Wir sind halt wirklich unnormal heute genommen worden. Nicht von der Crew hier eigentlich. Wir waren so auf einem schönen 10. Platz. Ich dachte mir so, ja, eine Runde früher reinkommen, einen Undercut gegen Yuki Tsunoda machen und dann könnte das Ganze klappen. Aber nein, die Pit muss es einmal mehr zerstören. Wir sind jetzt hier hinter Bottas und Ocon. Kein Plan, wo Bottas überhaupt war und jetzt, ja, keine Ahnung. Das ist halt wirklich so traurig. Das sind so wertvolle Punkte, die ich immer durch diese verdammte Pit Crew verliere. Wir reißen uns den Arsch auf und dann verkackt es diese... Nein, mir fehlen die Worte tatsächlich. Es ist immer das Gleiche mit dieser Lost Pit Crew. Bottas ist sogar aus dem DRS-Fenster draußen. Es ist wirklich einfach insane. Man kann sich hier wirklich auf niemanden verlassen im Team, weil das einfach nur absolute Dog-Shit-Scheiße ist, was die da abziehen. Sorry für die Wortwahl, aber das ist wirklich unter alles der Sau. Wir gehen in die 11. Runde rein und springen aber jetzt hier mal in die 14. Denn ich konnte es wirklich schaffen, Valtteri Bottas so ein bisschen in Bedrängnis zu bringen. Ich habe doch noch ein bisschen Motivation. P14 ist es hier zum Ende geworden. Nach diesem ganzen Fauxpas. Valtteri Bottas hier im Windschatten. Guck dich das mal an. Warum ist der Brez so schnell? Ich habe DRS, ERS und Windschatten. Und der zieht uns hier immer noch ab. Das ist wirklich crazy. Gehen wir hier mal rein? Nein. Versuchen wir gar nicht erst, da kommt es wieder zur leichten Berührung, weil ich einfach zu blöd bin, die Kurve zu fahren.
Ja, nein, also es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Da wäre es jetzt wirklich noch unterirdisch, wenn ich noch von Logan überholt werden würde. Aber ja, Bottas schafft es halt wirklich immer wieder, gerade an diesen wichtigen Punkten, aus dem DRS-Fenster draußen zu sein. Wow, wie gab es dafür keine Verwarnung? Ich habe mir hier einfach mal 4 Zehntel erschlichen. Das ist gut, aber reicht es auch, um Bottas hier irgendwie angreifen zu können? Ich bezweifle das Ganze. Auf der langen Geraden probieren wir es jetzt mal. Guckt euch das mal an. Das ist wirklich so unrealistisch. Der fliegt hier einfach. Valtteri Bottas fliegt hier einfach auf der Geraden. Dieser Sauber, ich keine Ahnung, haben die einen Ferrari-Motor, einen Mercedes-Motor, irgend sowas? Ich kann mir das einfach nicht erklären. Da muss es halt dann doch am Audi liegen, der einfach nur scheiße ist. Also for real. Es tut mir leid hier, dieser Galgenhumor, aber der Audi ist in diesem Fall wirklich unterirdisch schlecht. Wir verlieren so viel Zeit, gerade auf den Geraden und vor allem auch natürlich hier in diesen schnellen Kurven. Mein Reifen ist gerade mal eine Runde älter, also das kann nicht der Riesenunterschied sein. Vielleicht aber jetzt, vielleicht funktioniert es jetzt, die Haarnadelkurve halbwegs gut erwischen. Der Exit ist ja toll gewesen. Das ERS konnte ich mir ein bisschen aufsparen und ich darf auch den Heckflügel öffnen. Vielleicht funktioniert es. Hier jetzt einmal mich ein bisschen dran zu arbeiten, die Vorarbeit zu leisten und dann auf der langen Geraden hoffentlich mich an ihn dran zu sorgen. Und wir gehen hier mal rein, ganz spät bremsen, nur nicht zu spät. Ja, minimal verbremst, das war natürlich jetzt nicht suboptimal. Jetzt geht es in den Mickey Mouse Sektor, ganz leichter Küsser mit der Mauer und da jetzt die Kurven gut schneiden, links, rechts und wir sind dran am Heck des Finnen. Die Nummer 77 wird gejagt vom Audi. Die Nummer 77 wird gejagt von der Nummer 99, also die Schnapszahlen hier unter sich. Ich bin natürlich ein bisschen immer noch traurig drüber, dass wir hier wirklich ja, wertvolle Punkte wieder verloren haben dank der Pit Crew. Jetzt heißt aber wirklich alles geben, doch Bottas verbremst sich hier gekonnt und ich mich auch tatsächlich. Wir rutschen hier wieder zur Mauer zu und das war's, glaube ich, das war's tatsächlich. Wir gucken uns noch einmal die Replay an und wir haben kaum mehr Zeit hier. Da war mal ein Versuch von McLaren da. Ja, das quetscht sich hier wirklich ohne Ding vorbei. Das ist Oscar Piastri, Leute. Das ist tatsächlich Piastri. Und in der 6. Runde das erneute Bild. Ich probiere mich hier ein bisschen durchzusetzen gegen den Alpine und gegen Piastri. Der ist halt wirklich heute wirklich mein schlimmster Albtraum. Oscar Piastri auch hier wieder durchgequetscht. Der ist so wie eine Zecke. Wenn er dich mal hat, lässt einfach nicht mehr los. Dann auch hier wieder zu langen Geraden. Am Ende der Geraden Oscar Piastri. Können wir gerade noch so abwehren. Das war nicht gerade optimal hier gelöst von mir. Was soll ich euch sagen? Dieses Rennen, dieses Wochenende. Ich freue mich. Das Rennen hat wirklich Bock gemacht. Hier saugen wir uns dann an Bottas dran. Ich probiere es halt auch hier wirklich, aber denke mir so, nein, das kann nicht funktionieren. Ich schere dann wieder rein. Ich hätte rückblickend hier wirklich vielleicht ein Ticken mehr Eier beweisen sollen. Aber wir sind mittlerweile in der letzten Runde und nein, das wird nicht mehr. Valtteri Bottas wird sich hier das Ding verdient. Das geht mir nicht. Also ob das die Weltmeisterschaft wäre, nein, das ist irgendwie 13. Platz, aber angesichts meiner Pace, die war halt eigentlich nicht da. Das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Und am Ende konnte niemand Max Verstappen aufhalten. Er holt sich den Sieg. Und das sind jetzt 2 Siege in Folge, Sascha. Das kann kein Zufall mehr sein. Hier hat jemand die richtige Einstellung. Was können wir in Zukunft noch erwarten?
Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Für heute soll es das einmal gewesen sein. Wir gucken uns hier das Final Class an und wir sind nicht mal auf der ersten Seite sichtbar. Es ist am Ende Platz 15 geworden, weil es eben knapp im Sprint nicht für Punkte gereicht hat und eben auch im Hauptrennen. Chano ist 21. geworden. Ja, ist jetzt auch nicht gerade das beste Ergebnis. Nur Daniel Ross schlechter und der ist auch ausgeschieden. Esteban Ocon hinter uns. 4 Punkte haben wir jetzt in der Weltmeisterschaft, die halt wirklich unfassbar wichtig sind. Bottas ist auch mein direkter Rivale, was das Ganze halt ein bisschen ärgerlich macht, weil halt wirklich, ich hätte ihn schlagen müssen. Das kann ich jetzt aber auch nicht mehr ändern. Chano haben wir jetzt überholt. Level 9 sind wir da angekommen. Ich würde trotzdem sagen, es war ein sehr spaßiges Rennen und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich versuche mich natürlich zu bessern in Imola, sollte es dann hoffentlich wieder etwas besser gehen. Da ist eine Highspeed-Strecke, aber halt auch nur eine DRS-Geraden. Da kannst du halt wirklich den Fokus komplett auf diese eine DRS-Zone legen. Verbrennungsmotor müssen wir einmal austauschen oder mal umtauschen und auch den MCUK wird einmal getauscht. Sponsoring gibt es keine neuen und können wir uns da was leisten? Mal gucken. Natürlich müsste ich mir wieder dieses komplett kaputte Teil hier irgendwie reparieren und da ist kaum mehr Platz für diese 500 Punkte hier, die wir da haben. Das kostet halt alles wirklich ein bisschen mehr. Ärgerlich, aber so ist es halt. Ein Rum ist auch nicht an einem Tag gebaut worden und ich versuche hier wirklich transparent wie möglich mit euch zu sein. Wir müssen halt einfach abwarten, viele Chancen nutzen und gerade so Rennen wie, ja, wie Australien. Nein, wo hatten wir die vielen Punkte wie China natürlich, das war echt ein tolles Wochenende und auch Australien. Das waren halt wirklich Rennen, da musst du halt drauf aufbauen und ich hoffe, dass wir in der nächsten Zukunft noch ein paar mehr Punkte holen werden. Imola steht morgen übermorgen an, bis dahin, danke fürs Zugucken. Auch noch die Recap wird kommen zum Rennen in Ungarn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert gerne kostenlos den Channel, lasst doch gerne Däumchen rum da. Und schaut auch gerne auf Fritz_Tobi auf Instagram und auf iTunes auf TikTok vorbei. Bis dahin, ciao.